Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Es tickt in Kammerhausen. Ich kann nicht schlafen. Irgendwie war in letzter Zeit einfach alles gleich. Keines der Geheimnisse hat den Rat umgehauen und dazu ist noch mein Hamster abgehauen. In Kammerhausen war doch sonst immer etwas Spannendes los. Aber jetzt wiederholen sich die Geheimnisse. Warum passiert das bloß? Irgendwie weht schon lange kein frischer Wind durch die Kammern. Alle kennen sich vielleicht zu gut untereinander. Ich will wieder staunen und überraschende Geheimnisse sollen sich staunen. Wir brauchen irgendetwas Neues. Bloß was? Ach, früher war ich selbst ein Späher und so ein Enthusiast. Was hat nur die Zeit aus mir gemacht? Moment mal. Zeit! Das ist es! Ein neues Element! Das nenne ich einen glorreichen Moment. Ja, und da kenne ich doch... Vielleicht kann ich sie überreden. Dann ist es entschieden. Der Mäulchenmeister widmet sich dieser Aufgabe und daran wird er arbeiten, bis es klappt. Von wegen alles Langeweile. Wartet es nur ab. Der Mäulchenmeister, schlau wie er war, hatte einen Einfall. Und der war gut, das ist klar. Es erforderte auch einiges an Vorbereitungszeit. Diese nahm er sich. Und nun war alles bereit. Es wird eine große Veränderung in Kammerhausen geben. Ob die Mäulchen daran Gefallen finden werden? Wir werden sehen. Es ist an der Zeit, die Neuerung zu präsentieren. Ein neuer Tag beginnt. Die Mäulchen kommen heraus aus ihren Quartieren. Guten Morgen, liebe Mitbürger. Sind schon alle wach? Obacht, es gibt einen neuen Aushang an der Anschlagwand. Was? Lass mich da, ja? Raschen. Ist das ein ungelüftetes Geheimnis? Nein, das nicht. Könnt ihr alle den Anschlag lesen? Nein, es ist zu klein gedruckt. Dafür bräuchte ich meine andere Brille. Wenn ich gewusst hätte, dass ich die Tafel lesen muss, wäre sie bei mir. Sonst trage ich nur meine reguläre Tagesbrille mit. Gut, dann lese ich es euch eben vor. Liebes Kammerhausen, es ist mir heute eine große Ehre, euch allen mitzuteilen. Es wird eine neue Kammer geben und die wird euch gefallen. Die Zeitwächterkammer ist ab heute fertiggestellt und die neuen Mäulchen sind guter Dinge für das, was ansteht. In dieser Kammer dreht sich alles um Zeit. Das ist ja... Diese Mäulchen kommen von weit her. Sie sind legendär. Von daher besucht die Kammer und lasst euch überraschen. Die neuen Mäulchen haben einen Zeitmesser mitgebracht. Der hat es in sich, wenn ihr mich fragt. Und um unsere Gäste zu ehren, veranstalten wir diese Woche etwas ganz Besonderes. Eika Temper, die Kammermeisterin, gibt euch Bescheid. Husch, husch, informiert euch. Ich freue mich schon auf die Ergebnisse heute Nachmittag bei einem Spontanrat. Euer Mäulchenmeister. Ende Zitat. Eine neue Kammer. Das ist ja mal... Eine neue Kammer. Ist das wahr? Wo finden wir diese? Wir wollen dahin. Die Zeitwächterkammer liegt hinter der Technologenkammer. Ihr erkennt sie am charakteristischen Klang. Tick-Tack ertönt es von Weitem. Das fällt dem Besucher auf beim ersten Empfang.
Die Mäulchen waren sehr neugierig auf die neue Kammer und strömten in Scharen, staunten und freuten sich, ohne die Entscheidung des Mäulchenmeisters zu bedauern. Bald versammelten sich so gut wie alle auf dem Hauptplatz der Zeitwächterkammer. Die Kammermeisterin Aika kam heraus. Es wurde still. Die Mäulchen waren bereit zu staunen. Ich grüße euch, Mäulchen aus Ganzkammerhausen. Wir sind die Neun. Unsere ist die Zeitwächterkammer. Denn Zeit ist uns am wertvollsten. Und diese fließt so schnell. Was für ein Jammer. Woher wir das wissen? Die Zeit kann gemessen werden. Schaut mal her. Das ist ein automatischer Zeitmesser. Bitte sehr. Er tickt in einem bestimmten Takt. Die Zeiger zeigen die genaue Stunde, Minute und Sekunde an, und zwar Tag und Nacht. Wow. So müsst ihr nicht mehr den Erdmännchen für ihre Dienste da oben an der Sonnenuhr zahlen. Wir haben jetzt einen eigenen unterirdischen Zeitmesser in Kammerhausen. Und weil dies für uns und für euch eine besondere Woche ist, wird euch jetzt von uns eine Aufgabe gestellt. Geheimniskrämerei ist euer Steckenpferd. Das ist uns ganz recht. Deshalb sagen wir, es liegt hier irgendwo in Kammerhausen ein Objekt, gut versteckt. Es ist weder richtig rund noch oval, weder sehr groß noch sehr klein. Es gibt ihn in vielen Farben und jeder von euch könnte ihn bei sich zu Hause haben. Na, wisst ihr schon, was es sein kann? Ihr habt eine Stunde. Grübelt nicht lang, sondern fangt gleich zu suchen an. Oh, wie bitte? Die Gewinnerkammer wird mit einem zeitlosen Likörkuchen belohnt. Oh, das glaube ich jetzt aber wirklich nicht. Ne? Tick, 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 tick. Und wann fängt diese Stunde an? Wir setzen gerade einen Timer im Zeitmesser. Jetzt, fangt an. Tick, tack, tick, tack. Bringt uns ein geheimnisvolles Objekt. Zack, zack. Die Mäulchen rennen alle in ihre Kammern. Sie wühlen und sie holen alles raus. Sie schauen in jede noch so kleine Kiste rein. Was soll das geheimnisvolle Objekt bitte sein? Am Ende der Zeit muss jede Kammer etwas präsentieren. Denn das ist Ehrensache. Also geben sich alle die größte Mühe. Sie machen keine halben Sachen. Nur noch ein paar Minuten bleiben übrig. Also rennen die Mäulchen schnell wieder in die Zeitwächterkammer zurück. Liebe Mäulchen, setzt euch, ruht euch aus. Ihr habt es geschafft. Die Stunde ist nun um und wie ich sehe, habt ihr viele schöne Dinge mitgebracht. Platziert sie in diese große braune Kiste da. Sophie zieht eins heraus und der Mäulchenmeister beurteilt sie dann. Meine Damen und Herren, der Sonderrat ist hiermit eröffnet. Als erstes haben wir einen Umschlag. Der Mäulchenmeister möchte erfahren, wer hat das mitgebracht? Wir warten und wir harren. Der Umschlag kommt aus der Chaotenkammer. Erkläre bitte, warum. Darin befindet sich ein Liebesbrief. Eine Mäulchenfrau fand ihn heute Morgen vor ihrer Tür. Für einen Brief aus der Beamtenkammer war er viel zu groß. Außerdem klebte keine Briefmarke daran. Sie fragte sich, von wem er nur sein kann. Darin befand sich, es war ihr gar nicht klar, ein wunderschönes Porträt von ihr. Wie sonderbar. Und das Beste daran, wir wissen immer noch nicht, wer das war. Das nenne ich einen starken Auftakt. Höchst intrigös. Und mit einem zusätzlichen ungelüfteten Geheimnis verbunden. Grandios. Ich mag das ganz zweifellos. Und weiter geht's mit dem nächsten Objekt.
Oh, hier haben wir... Ja, hier haben wir... ein Fossil? Der Mäulchenmeister möchte erfahren, wer hat das mitgebracht? Wir warten und wir harren. Das Fossil kommt aus der Tollpatschkammer. Erkläre bitte, warum? Nun, vorhin kramte ich auf dem Dachboden herum. Dann richtete ich mich plötzlich auf und hoppla, ich stieß mir an der Decke den Kopf. Da fiel aus einem Spalt das Fossil heraus. Ich dachte nur, ich bin noch nicht dumm. Jemand hat es in meinem Dach versteckt und ich habe es bebleckt. Ups, ich meine entdeckt. Nun, das Ding ist steinalt und porös. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten mag. Machen wir weiter. Was ist noch da? Als nächstes haben wir... eine Pflaume? Die Pflaume kommt aus der Faulpelzkammer. Okay. Erkläre bitte, warum? Ich sag's euch, wie es war. Nach euren ganzen Reden war ich ganz schön müde und hatte keinen Bock. Ich legte mich kurz hin, machte ein Nickerchen. Dann, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war, traf mich eine Pflaume am Kopf und ich dachte, oh, wie wunderbar. Dann muss ich nicht mehr nach diesem komischen Objekt suchen. Das ist es. Fertig. Pustekuchen. aber hast du denn nicht richtig zugehört? Die Pflaume ist doch oval. Und das Objekt, das wir suchen, ist es nicht. Ist doch egal. Nein, das ist definitiv nicht egal. Die Pflaume ist disqualifiziert. Und damit auch eure Kammer, das ist klar. Unerhört. Das denke ich auch. Nun gut, dann haben wir hier noch... was ist denn das? Das nennen die Menschen Taschenlampe. Sie kommt aus der Technologenkammer. Taschenlampe? So, so. Wo habt ihr sie her, Albertina Fuchs? Und wofür ist sie da? Nun, darauf sind wir ein bisschen stolz. Letzte Nacht waren einige unserer Mäulchen aus unserer Kammer auf einer Exploration außerhalb von Kammerhausen. Dabei stießen sie auf eine Baustelle. Viele Menschen waren da. Sie arbeiteten so hart und auch ganz viele Lichter waren da. Unter anderem nutzten die Menschen die Taschenlampe hier, um ihren Weg auszuleuchten. Wir konnten nicht umhin und sie haben uns eins geborgt als Artefakt. Wenn das nicht das gesuchte Objekt ist, weiß ich auch nicht. Jo, darf ich das Ding mal auch in der Hand halten? Ja, bitte. Und wie kann ich es anschalten? So. Es geht an und wieder aus, sobald ihr den Knopf drückt. Oh, jetzt bin ich sprachlos. Ganz wunderbares Ding ist das. Keine Frage, was für ein Spaß. Herr Mäulchenmeister, sollen wir uns das letzte Objekt ansehen? Natürlich, bitte. Fahre fort. Sehr schön. Und als letztes haben wir... einen Report. Ganz genau. Hier Frank Otto aus der Beamtenkammer. Na schön. Erkläre bitte, warum? Das ist unser Finanzreport für das vergangene Jahr. Am meisten verdient hat die Technologenkammer, aber auch die meisten Verluste verursacht durch Stromausfälle. Was für ein Jammer. Aber nicht nur hier gab's Verluste. Die Tollpatschkammer... Halt, stopp! Was hat das zu tun mit dem gesuchten Objekt? Ist es etwa da drin versteckt? Nee, dort drin ist es nicht. Wir hatten es in unserer Kammer nicht.
Denn falls es da wäre, wüssten wir natürlich Bescheid. Also wollten wir die Zeit für die Verlesung des Reports nutzen. Alle sind ja da und haben Zeit. Das macht mich furios! Mach das Ding zu! Was ist bloß mit euch los? Gut, die Beamtenkammer scheidet also auch aus. Übrig sind... Moment, da fehlt doch was. Kurzsichtkammer. Habt ihr etwa nichts mitgebracht? Doch, doch. Ich brachte es mit und warf es in die Kiste da. Diese Kiste? Ist doch klar. Was war es denn? Ein seltsam geformter Bleistift. Der lag heute auf meinem Tisch. So schöne Muster waren darauf. Und jetzt ist er uns wieder entwischt. Entwischt? Bleistifte können sich aber nicht alleine fortbewegen. Ah! Ach, dieser schon. Er sitzt hier an einer Seite der Kiste. Hier. Und bewegt sich. Ich kann ihn sehen. Das ist doch kein Bleistift. Das ist eine Raupe. Habt ihr noch nie eine gesehen? An unserem früheren Wohnort gab es ganz viele. Vermutlich haben wir sie sogar mitgebracht. Das kleine Ding muss an die Oberfläche, bevor es seine Flügel aufmacht. Das wusste ich natürlich. Aber trotzdem danke für die Erklärung. Gut gemacht. Also gut, wenn das geklärt ist, stimmen wir ab. Ja, der Mäulchenmeister möchte erfahren, für welches Objekt ihr stimmt. 1, 2, 3 oder 4. Hebt die Finger hoch. Ich zähle zusammen. Ja. Die Mehrheit stimmt für das Objekt aus der Kurzsichtkammer. Herzlichen Glückwunsch. Zwar unerwartet, aber der Likörkuchen gehört euch. So, der Spaß ist also um. Geht an die Moment. Arbeit. Moment. Und was ist mit dem mysteriösen Porträt in unserer Kammer? Nun... Das... Das besprechen wir in unserem nächsten Geheimrat. Dann haben wir etwas, worauf wir uns freuen können. Gut mitgedacht. Und jetzt habt alle einen schönen Tag. Die Mäulchen verlassen die Zeitwächterkammer und gehen ihren Aufgaben nach. Nun ist eine neue Kammer in Kammerhausen am Start. Das neue Zeitmessgerät ist auch etabliert. Wer weiß... Was als nächstes bei den Kammermäulchen Geheimnisvolles passiert. Das war Es tickt in Kammerhausen. Es sprachen der Mäulchenmeister, Story Yoshi, Sophie, Janine Lange, Juliane Ochse, Andreas Strohmeier, Albertina Fuchs, Anja Klukas, Luisa Kraus und Frank Otto, Tina Wolf, Peter Seher, Ralf Zimmer, Rainer Bock, Katrin Haber, Aika Temper, Silvia Bautsche, Kammermäulchen, Story Yoshi und Katrin Haber. Erzählerin, Intro und Credits, Maria Arato. Lektorat, Sascha Kubat. Schnitt und Sounddesign, Stefan Fabri. Als Soundquelle dienten Samples von freesound.org. Den Musikhintergrund bilden Ausschnitte von Spiders, Fun in the Water und Tic-Tac-Bolero von Stefan Fabri. Covergestaltung Anja Klukas. Dieses Hörspiel steht unter der Creative Commons Lizenz 4.0. Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitungen.